Nochmal einen wunderschönen guten Morgen für alle die, die noch dazugekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt einen Kaffee bekommen, eine Laugenstange, seid gesättigt und zufrieden und könnt euch jetzt gut dem Lobpreis und dem Gottesdienst widmen. Bevor es losgeht, haben wir aber noch ein paar Ansagen für euch. Bei der einen würde ich ganz gerne die Petra nach oben bitten. Die möchte euch noch etwas zu einem Einsatz erzählen, der demnächst in der Stadt stattfindet. Genau, einmal am 10. und am 17.12. Und da wird uns einfach die Petra noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja. So, also das Missionsteam hat sich für dieses Jahr etwas anderes einfallen lassen, gewöhnlich an anders. Ja. Und wir wollen in die Stadt gehen und wir wollen einfach Jesus die Ehre geben. Wir wollen ihm loben, ihm preisen, ihn ehren. Und da bist du, jeder von euch, herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wir wollen auf dem Schillerplatz nächste Woche, Samstag, von 16 bis 17 Uhr, wollen wir ihn anbeten. Und du kannst dabei sein, du kannst, wenn du möchtest, wenn du ein Instrument spielen kannst, wenn du mit deiner Stimme, wenn du Jesus die Ehre geben möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wir treffen uns nachher um vielleicht so kurz vor 12, dementsprechend, bis wie wir fertig werden, treffen wir uns nochmal im Pavillon. Dann kannst du da nochmal die Lieder mit uns üben und dann erzählen wir dir, wie das Programm ablaufen wird. Also das ist der 10. und der 17. Dezember. Gut. Dankeschön, Petra. Dann gibt es noch eine andere Veranstaltung, die wir ankündigen wollen, und das ist das Stadionsingen heute um 17 Uhr. Ich habe extra schon meine gestrickten Strümpfe angezogen, weil es bestimmt kalt wird. Für jeden, der gerne einen Sitzplatz beim Singen haben möchte, dem empfehlen wir, rechtzeitig da zu sein, sich ein Sitzkissen mitzunehmen, damit das nicht ganz so allzu kalt wird am Gesäß. Und ansonsten einfach vorbeikommen, wird sicherlich eine coole Veranstaltung. Für euer leibliches Wohl ist auch gesorgt. Und genau, dann möchten wir euch noch darauf hinweisen auf die Spendenkörbe, die sich am Ausgang befinden. Spendenkörbe deshalb einfach, damit wir unsere Ausgaben, unsere Räumlichkeiten, all diese Dinge finanzieren können. Wenn ihr da was dazugeben wollt, wären wir dankbar. Ist aber überhaupt keine Pflicht. Also ihr seid herzlich willkommen, auch wenn ihr da nichts mehr reinschmeißt. Schön, dass ihr da seid. Und genau, was wir auch noch haben, ist prophetische Eindrücke. Das sind Eindrücke, die Menschen von Gott empfangen, die sich ganz besonders darauf ausstrecken, von Gott eben ja, Eindrücke zu bekommen, Gottes Stimme zu hören, seine Weissagungen. Und da gab es einmal zwei Stichworte, wo einmal Ausharren und Überwinden besonders im Raum standen, im Fokus. Und dazu hieß es weiterhin, dass jemand einen Menschen sah, der etwas ausgesät hatte. Er war danach etwas unruhig und ungeduldig und hat öfter nachgesehen, ob etwas aus dem Boden wächst. Am liebsten hätte er beim Wachsen nachgeholfen und dann wollte er enttäuscht weggehen, als noch nichts zu sehen war. Jesus sagt dir damit, in Hebräer 10, Vers 35 bis 36, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und in der Hoffnung für alle heißt es da, es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Denn standhaft ausharren ist euch Not, damit ihr nach dem Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Oder wie die Hoffnung für alle hier sagt, aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was ihr zugesagt habt. Also lasst euch nicht von Enttäuschungen abbringen, Gottes Bestem dran festzuhalten und seht eben zu, wie die gute Saat aufwächst und durchbricht und vertraut und habt Geduld. Genau, das ist das prophetische Wort soweit. Dann möchte ich einmal die Anna, unsere heutige Predigerin, nach oben bitten. Ach so, ja, stimmt. Siehst du, ich kann es kaum erwarten, von dir zu hören. Das stimmt. Schon ganz ungeduldig, vielleicht war das für mich, ja. Du hast recht, sehr guter Hinweis. Wir fangen natürlich mit dem Lobpreis an und die Kindergottesdienste. Die Band ist wahrscheinlich schon ganz ungeduldig. Genau, ich möchte noch für den Kindergottesdienst beten und generell für den Gottesdienst. Vater, ich danke dir, dass wir uns heute hier versammeln dürfen in deinem Namen. Ich danke dir, dass du im Mittelpunkt stehst, dass du ein liebender, ein gnädiger Gott bist, dass du uns alle in deine Arme nimmst, egal was diese Woche gelaufen ist, was uns beschäftigt, was uns belastet.
Und ich danke dir, dass du auch uns diesen Lobpreis jetzt schenkst, wo wir einfach all die Dinge abwerfen dürfen, wo wir wirklich dich loben und anbeten dürfen. Und ich bitte dich, dass du auch die Kindergottesdienste segnest, dass du sie führst und leitest, dass du die Mitarbeiter einfach leitest in dem, was sie an Botschaft bringen. Und ich danke dir für diesen Gottesdienst, der uns bevorsteht und dass du einfach mitten unter uns bist. Amen. Ja, schön. Guten Morgen auch von unserer Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit und wir starten jetzt mit dem Lobpreis. Dafür dürft ihr einfach gern mitsingen und auch gern aufstehen. Herr, ich danke dir einfach für den neuen Morgen. Ich danke dir, dass du einfach da bist. Wir möchten dir einfach den ganzen Gottesdienst in deine Hand legen und dich einfach bitten, dass du Herzen heute berühren möchtest. Und wir danken dir, dass wir dich einfach jetzt loben und preisen dürfen und dass du einfach jetzt hier im Mittelpunkt stehst. Amen. Happy day, I'll never
Ich danke dir, dass du diesen Tag geschaffen hast, dass du einfach, dass du uns Freude schenken möchtest, dass du einfach so viel mit uns vorhast, hier und noch den ganzen Tag. Und ich danke dir, dass du einfach wirken möchtest und Herzen berühren möchtest und dass du einfach der König unseres Herzens bist, so wie wir es einfach im nächsten Lied singen. Und ja, sing das einfach von Herzen und lasst ihn einfach, traut euch und lasst euch verändern von seiner Liebe, von seiner Güte.
Hier bin ich einmal mehr. Ich geb mich ganz hin, denn ich weiß, dass du jeden Schrei hörst. Du bist da für mich, egal wie es mir geht und was mich bewegt. Du gibst Antwort, wenn ich rufe. Deine Worte sind wahr, deine Hoffnung real. Und ich weiß, deine Nähe, sie macht mich ganz frei von dem, was mich hält. Ich sehne mich nach dir. Ich geb mich ganz hin und sage, ich liebe dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich brauch dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich bin dankbar. Ich geb mich ganz hin, denn du bist wunderbar.
Ja, danke, Jesus, dass du heute da bist, dass du einfach unser Mittelpunkt sein willst und dass du es bist und dass du einfach in unserem Leben immer da bist, dass du heute in dem Gottesdienst immer da bist und dass wir jetzt einfach noch eine Zeit mit dir haben dürfen, wo wir was von dir hören dürfen aus deinem Wort. Und ich bete, dass du auch da echt einfach mittendrin bist. Danke für dich. Amen. So, ich richte mich noch kurz häuslich ein hier oben. Irgendwas rauscht, das ist, nee, jetzt ist weg. Nee? So? Nee, so? Herr Felix richtet mich ein. Jetzt? Jetzt? Okay. Gut, vielleicht liegt es heute auch ein bisschen an meiner Stimme. Ich habe gerade eine dicke Erkältung hinter mir. Ich hoffe, ihr bleibt verschont heute vor einem Hustenanfall. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das klappt. Genau, herzlich willkommen zu unserem Welcome-Gottesdienst heute. Wir haben wieder Welcome-Gottesdienst, das erkennt man immer an den Laugenstangen, wenn man hier ankommt. Und auch daran, dass jemand anderes hier steht als der René. Und heute darf ich wieder zu euch sprechen. Und wir haben eine Welcome-Reihe gerade, ein Thema, das sich durchzieht für ein paar Monate. Das heißt, gewöhn dich an anders. Und wir schauen uns so ein paar Aspekte an, Eigenschaften oder Dinge, die einfach so in unserer Gesellschaft als erstrebenswert gelten, wo Gott aber vielleicht manchmal einfach eine andere Perspektive drauf hat oder wo wir vielleicht in seinem Wort einfach so ein bisschen einen Twist erleben oder eine andere Perspektive lesen können. Und heute ist das Thema unabhängig. Und wir steigen jetzt direkt ein und wie so oft habe ich mir dieses Wort einfach mal angeguckt, unabhängig, und habe mal im Duden nachgelesen, was bedeutet es denn, unabhängig? Und unabhängig sein heißt, dass man hinsichtlich seiner politischen, sozialen Stellung oder seiner Handlungsfreiheit nicht von jemandem oder von etwas abhängig ist. Dass man für sich bestehend von jemandem oder etwas losgelöst und nicht von etwas beeinflusst oder durch etwas bedingt oder bestimmt ist. Und wenn wir dieses Wort unabhängig hören, dann kommen da ja auch bei uns irgendwie Assoziationen auf. Wir bewerten das. Und Unabhängigkeit ist meistens was sich für uns erstmal positiv anhört, was wir sein wollen. Als kleine Kinder, da freuen wir uns, wenn wir endlich unsere ersten eigenen Schritte gehen können, wenn wir uns nicht mehr an Mama oder Papa festhalten müssen, wenn wir da ein Stück weit Unabhängigkeit über unser Leben gewinnen. Als Teenies, da wollen wir endlich unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wir wollen nicht mehr nur das machen, was Mama und Papa sagen. Wir wollen eigene Abenteuer erleben. Wir wollen irgendwann eigenes Geld haben und ausgeben dürfen. Und wir wollen auch da ein Stück weit unabhängig sein. Und auch als Erwachsene, da sehen wir Unabhängigkeit doch als irgendein hohes Gut an. Wir wünschen uns in unserer Gesellschaft, dass wir von niemandem abhängig sind. Wir wollen frei sein, wir wollen finanziell frei sein, wir wollen da gut aufgestellt sein. Es fühlt sich gut an, irgendwie sein eigenes Geld zu haben und zu verdienen. Es ist toll, wenn man seine Schulden abbezahlt hat. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich mein BAföG einfach zurückgezahlt habe und dachte, jetzt bin ich schuldenfrei. Das ist ein tolles Gefühl. Und wir wollen auch hier jetzt in unserem Alter unsere eigenen Entscheidungen treffen, uns da am liebsten nicht von so vielen Leuten reinreden lassen. Und wir wollen in keiner Beziehung sein, wo wir uns irgendwie emotional von jemand anderem so abhängig fühlen in einem schlechten Sinne und so weiter. Also für Unabhängigkeit, das ist was Erstrebenswertes, ganz im Gegenteil zum Abhängigsein. Wenn wir uns von Abhängigkeit die Definition anschauen, dann bedeutet es durch etwas bedingt sein, bestimmt sein, von etwas entscheidend beeinflusst sein, auf jemanden angewiesen sein, an jemanden gebunden sein und in extremem Fall in krankhafter Weise körperlich stark von was abhängig sein, an Genuss, Rauschmittel oder Ähnliches gebunden sein, darauf angewiesen sein.
Und hier sind unsere Assoziationen dann ganz andere. Dann merken wir, abhängig sein, das kann irgendwie gefährlich werden, das wollen wir nicht. Und es kann gefährlich werden, vor allem wenn wir in diesen krankhaften Bereich gucken, wenn wir abhängig sind von Alkohol oder Drogen oder von irgendwas anderem. Und da können echt Menschen oder Familien auch zerstört werden von Abhängigkeiten. Und das kann ja irgendwie keiner wollen. Also zumindest möchte ich in der Form nicht abhängig sein. Ich möchte da gern frei sein und ich vermute, dass es euch da einfach genauso geht. Und wenn wir so über Unabhängigkeit und Abhängigkeit sprechen, dann stellt sich für uns ja auch die Frage, wie unabhängig sind wir eigentlich? Also wie unabhängig bist du so in deinem Leben? Und wenn wir das so in unser Leben schauen, dann merken wir, dass wir von vielen Dingen eigentlich schon auch abhängig sind, was uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst sind. Also wir sind zum Beispiel abhängig schon von Geld irgendwie, weil nur mit Geld kann ich mir mein Essen einkaufen. Nur mit Geld kann ich meine Wohnung bezahlen. Also ich bin davon abhängig, dass ich irgendwoher Geld kriege. Das ist als Kind, das ist vielleicht das Taschengeld von den Eltern. Als Erwachsener hast du einen Beruf oder bekommst irgendwo andere Leistungen her. Als Student brauchst du vielleicht BAföG. Aber du bist irgendwie abhängig davon, dass du finanziell versorgt wirst. Du bist abhängig von Elektrizität. Das merken wir jetzt, wenn alle ihre Strompreisinformationen bekommen, dass sich da was tut, da sind wir auch abhängig. Weil wenn wir mal überlegen, wenn unser Strom einfach ausfallen würde, dann wären wir ganz schnell an dem Punkt, wo nichts mehr laufen würde, wo wir nichts mehr zu essen hätten, wo die Supermärkte nicht mehr aufmachen könnten, wo einfach auch bei uns zu Hause viel nicht laufen würde, wo wir uns nicht mehr anrufen könnten. Und auch da sind wir irgendwie abhängig. Wir sind vielleicht auch abhängig von Menschen, denen wir nahestehen. Wir sind vielleicht verheiratet und sind da in einer gewissen Beziehung, die auch so ein Stück weit eine Abhängigkeit ist, weil du vielleicht dann nicht mehr alleine bist und nicht mehr alle deine Entscheidungen alleine triffst oder von deinen Eltern, wenn du noch jünger bist. Und wir sind vielleicht auch abhängig vom Navigationsgerät, um den Ort zu finden, wo wir hinwollen, wenn du kein Ranger bist natürlich. Die schaffen das noch ohne, nee. Aber es ist gar nicht so leicht mehr, nur mit Verstand und Karte einen anderen Ort zu finden, sondern da macht man ganz schnell sein Navi im Auto an, um da anzukommen, wo man ankommen möchte. Und bei manchen von den Punkten, da geht es uns vielleicht tatsächlich auch ganz gut damit, mit unserer Abhängigkeit. Wenn wir uns zum Beispiel in einer glücklichen Beziehungen befinden, in einer guten Ehe, wo wir sagen, da geht es mir gut, da begegnen wir uns auf Augenhöhe, dann will ich da nicht raus. Wenn ich einen guten Job habe, wenn ich sage, da geht es mir gut, das macht mir Spaß, was ich mache, da verdiene ich mein Geld, dann möchte ich da auch nicht raus aus diesem Verhältnis, sondern dann ist es in Ordnung für mich. Bei manchen Aspekten bekommen wir vielleicht Bauchschmerzen, da sagen wir, da fühlt sich's irgendwie nicht so gut an, abhängig zu sein. Zum Beispiel bei den Strompreisen. Oder vielleicht gibt es Menschen, wo ihr euch abhängig fühlt, aber in einer gar nicht guten Art und Weise, weil ihr euch schlecht behandelt fühlt oder weil es sehr schwierig ist. Und uns ist bewusst, dass all diese Dinge, von denen wir hier in der Welt so abhängig sind, dass die auch jederzeit wegfallen könnten, dass uns Menschen enttäuschen können, dass der Strom ausfallen kann, dass das Geld vielleicht auch mal knapp wird und dass es jederzeit wegfallen kann. Und trotzdem, und auch weil wir vielleicht manchmal gar keine andere Wahl haben, wagen wir es, uns abhängig zu machen von Dingen und Personen. Und ich hoffe, wir sind schlau dabei und wir suchen uns diese Dinge und Personen gut aus. Ich hoffe, du hast gut darüber nachgedacht, wen du heiratest zum Beispiel. Und ich hoffe, du hast gut darüber nachgedacht, wo du arbeitest. Und wir sind da gut überlegt, also wir machen uns da schon Gedanken, von was will ich mich denn abhängig machen und von was nicht. Was ist mir da wichtig, von was mache ich mich abhängig? Und weil das hier jetzt kein lebensphilosophischer Vortrag ist, sondern ja auch eine Predigt, schauen wir auch in die Bibel und wir wollen uns eine Geschichte anschauen von einem Mann und dann auch darauf schauen, was diese Geschichte mit dem Thema Abhängigkeit und Unabhängigkeit zu tun hat. Und die Geschichte, die steht im Buch 2. Chronik
Und in den Chroniken, da können wir über das jüdische Volk lesen und über die, die vielen Könige auch, die das im jüdische Volk hatte. Und da lesen wir in 2. Chronik 14 bis 16 über, also in diesen drei Kapiteln, über einen König, der heißt Asa, König Asa. Das ist ein König in einer langen Reihe von Königen. Und dieser König, das war ein guter König erstmal. Der hat dem Land irgendwie gut getan. Die haben Städte gebaut. Die hatten irgendwie seit einigen Jahren auch keinen Krieg mehr. Und dem Volk, dem ging es erstmal gut. Und dann hat er sich aber zwei Konflikten gegenüber gesehen. Also es kamen zwei Bedrohungen und die wollen wir uns mal anschauen, weil der König Asa da zwei verschiedene Herangehensweisen hatte, mit diesen Bedrohungen umzugehen. Die erste Bedrohung, das waren die Kuschiter, so heißen die, ein Volk, und die kamen mit einer Heeresmacht von 1000 mal 1000 und mit 300 Wagen. 1000 mal 1000 ist 1 Million, glaube ich, habe ich nachgerechnet. Das heißt, es waren ganz schön viele Leute, die da gekommen sind. Und das Heer von Asa, das waren 600.000, also einige weniger. Und der Asa, der König, der hat dann was gemacht, und zwar in 2. Chronik 14, 10 bis 11, da lesen wir, und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an, und er sprach, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, so dass sie flohen. Also, große Bedrohung, viel Angst, kleines eigenes Heer. Er hat zu Gott gebetet und hat gesagt, Gott, alleine schaffen wir es nicht, du musst was tun. Und das Ergebnis davon war, die Kuschiter waren besiegt, die wurden besiegt und der König Asa und sein Volk, die haben gewonnen. Und dann kam die zweite Bedrohung. Die zweite Bedrohung, das war der Baasha, ein König von, weiß gar nicht mehr, auch ein König, der König von Israel steht da, ja, gut. Und der König Asa, der hat sich wieder Gedanken gemacht, was mache ich? Und er hat sich gedacht, da gibt es doch noch so einen anderen, den König Aram aus Damaskus, und in meinem Hausschatz, da ist ein Haufen Gold und Silber und das benutze ich mal, um mir diesen König Aram aus Damaskus einzukaufen, dann hilft er mir bestimmt, gegen den König Baasha zu gewinnen und uns da zu verteidigen. Und das hat er getan und der König Aram aus Damaskus, der hat sich auch bereit erklärt und hat gesagt, okay, dein Geld, das nehme ich und wir kämpfen da zusammen. Und dann ist es passiert, dass der König Baasha das gesehen hat, oh, die haben sich verbündet und er ist geflohen und die Konsequenz oder das Ergebnis war, auch da hatte eigentlich das Volk von König Asa gewonnen. Das heißt, es sind zwei Bedrohungen, zwei unterschiedliche Herangehensweisen, aber das Ergebnis war das gleiche. Das heißt, das Volk ist als Sieger oder zumindest unversehrt davon herausgegangen und war erfolgreich. Was aber nicht gleich war, war die Antwort von Gott, die er auf dem König Asa gegeben hat nach den zwei Bedrohungen. Und bei der ersten Bedrohung war die Antwort von Gott, der hat immer durch jemanden gesprochen mit dem König Asa, da hat er durch den Asaria gesprochen und da steht in 2. Chronik 15, Vers 2, hört mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er auch euch verlassen. Und sie haben das gehört und haben gesagt, okay, wir haben das erlebt, Gott hat uns geholfen. Sie haben als Konsequenz ihren Bund mit ihm erneuert und sie haben sich selber überprüft und geguckt, was ist da in unserem Leben, haben so ein paar Götzen auch rausgeschmissen und haben sich nochmal als Volk neu auf Gott ausgerichtet, weil sie gesehen haben, wie groß er ist und dass er ihnen in dem Kampf, den sie da geführt haben, in diesem ersten Kampf, dass er ihnen da echt zur Seite gestanden war und dass er ihnen da geholfen hat.
Und bei der zweiten Bedrohung, da erinnern wir uns, er hat sich diesen anderen König eingekauft sozusagen. Da hat Gott gesprochen durch Hanani. Und da lesen wir, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, deinen Gott, darum ist das Herr des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Hatten nicht die Kuschiter und Libyer eine große Heeresmacht mit sehr vielen Wagen und Reitern? Doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Du hast töricht getan, darum wirst du auch von nun an Krieg haben. Und die Konsequenz, zumindest die längerfristige, die war nicht gewonnen und Sieg und alles ist gut und wir können uns neu auf Gott ausrichten, sondern die war in dem Fall Krieg. Und jetzt ist so die Frage, warum hat König Asa so unterschiedlich gehandelt in diesen zwei Situationen, die er da hatte? Und wir können natürlich jetzt im Nachhinein nicht in seinen Kopf schauen, aber wir können schon auch Vermutungen anstellen und wir sehen ja auch, was er getan hat. Und vielleicht hat er gedacht, bei der zweiten Herausforderung, die sind nicht so groß, die haben nicht 1 Million, aber bedrohlich sind sie vielleicht trotzdem. Und da ist doch noch was bei mir zu Hause, da liegt ganz schön viel Geld und Gold und Silber rum und das könnte ich doch nutzen, um mir die Hilfe woanders einzukaufen. Und was er auf jeden Fall gemacht hat, er hat sich auf seine Ressourcen und auf seinen Verstand verlassen und er hat sein Ding gemacht. Und er hat nicht das Ding mit Gott gemacht. Und genau das sind die zwei Aspekte, wo König Asa irgendwie das Ziel verfehlt hat. Er hat nicht auf Gott geschaut und auf seinen Wunsch, den Gott ja ganz klar in seiner Antwort mit ihm kommuniziert hat. Er hat gesagt, was wir gelesen haben, wenn ihr mich sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen, dann werde ich bei euch sein. Und er hat nicht darauf geschaut, auf das, was Gott ihm gesagt hat. Er hat ihn nicht gesucht, sondern er hat sich auf seine eigenen Ressourcen verlassen, statt auf das, was Gott für ihn tun wollte. Und er hat geschaut, was er selbst alles zu bieten hat und was er damit alles tun könnte, um sein Problem zu lösen. Und wir sehen, dass König Asa hat sich einmal von Gott abhängig gemacht und einmal nicht. Da hat er sich von sich selbst abhängig gemacht, mit ganz schön unterschiedlichem Ausgang und ganz schön unterschiedlichen Konsequenzen, zumindest langfristig gesehen. Und da stellt sich doch auch die Frage, ich habe heute ganz viele Fragen dabei, wie gehst du mit Gott um? Wie gehe ich mit Gott um? Wie gehen wir manchmal mit Gott um, wenn wir uns in solchen Situationen befinden, wo es irgendwie vielleicht bedrohlich wird? Und finden wir diese Tendenzen, die wir bei König Asa gesehen haben, vielleicht auch bei uns? Haben wir vielleicht auch in unserem Leben Situationen, wo wir uns lieber auf unsere eigenen Ressourcen verlassen, auf das, was wir haben und können und denken und damit versuchen, unsere Probleme zu lösen und unsere Löcher zu stopfen? Und wir sehen vielleicht dieses hohe Gut der Unabhängigkeit und wir treffen unsere eigenen Entscheidungen und machen eigene Pläne. Wir wissen selbst, was für uns am besten ist. Und wir vergessen dabei manchmal den Wunsch von Gott, dass er mit uns eigentlich in Verbindung sein will. Dass er gesagt hat, wenn du mich suchst, dann lasse ich mich von dir finden. Und unser Leben ist auch sicher, weil wir in Deutschland leben, komfortabel. Und so, dass wir uns oft gar nicht so darauf verlassen müssen, dass Gott was tut. Sondern wir haben viele Ressourcen und wir haben viele Dinge, wo wir vielleicht aus eigener Kraft tatsächlich auch weiterkommen. Und manchmal, da kommen wir aber in so Situationen, wo wir merken, da geht's nicht mehr mit dem, was ich habe. Da geht's nicht mehr aus meiner eigenen Kraft und mit meinen eigenen Plänen. Und das ist meistens dann, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist, also wenn wir krank sind, wenn wir Not haben, wenn wir finanziell, wenn es echt schwierig ist bei uns, wenn so gefühlt so ein Heer mit 1 Million Menschen vor uns steht und wir denken, ich bin alleine. Und wir merken dann, dass all diese weltlichen Sicherheiten, das Geld und andere Menschen und so weiter, dass es uns vielleicht nicht mehr weiterbringt und dass uns am Ende oft nicht mehr viel übrig bleibt, als dann zu sagen, jetzt Gott, suche ich dich und ich sag dir alles, was schwierig ist und was mich belastet und bitte hilf du mir doch. Und genau an dem Punkt stellt sich die nächste Frage, können wir das wagen, uns von Gott abhängig zu machen?
Können wir das wagen, so wie der König Asa in dem ersten Beispiel zu sein und uns von Gott abhängig zu machen? Und was braucht es da von uns? Und ich glaube, das Erste, was es braucht, ist eine Erkenntnis. In den Momenten, wo die Sicherheiten der Welt wegfallen, da merken wir, okay, das reicht nicht aus, was ich da alles habe. Das reicht nicht aus. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 17, Vers 28, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Und vielleicht braucht es da die Erkenntnis, dass wir merken, in Gott existieren wir eigentlich. Gott ist der, der uns das Leben gibt, und in ihm leben und bestehen und sind wir. Und wir erkennen, dass er alles in seiner Hand hat, dass er alles unter Kontrolle auch hat und dass wir mit ihm einfach andere Dinge erreichen können, als die wir alleine erreichen können. Und in Epheser 2, Vers 10, da lesen wir noch, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also Gott hat was vorbereitet für uns und er hat es in seiner Hand. Und wenn wir diese Erkenntnis haben und wenn wir sagen, ja, das glaube ich, dann ist es der Start davon, dass wir merken, dass wir uns von ihm abhängig machen können. Und sich abhängig zu machen, das benötigt im echten Leben, im menschlichen Leben, Glauben und Vertrauen. Und es benötigt auch mit Gott Glauben und Vertrauen. Genauso wie wir im menschlichen Bereich, wenn wir uns zum Beispiel unseren Ehepartner aussuchen oder unsere Freunde oder unsere Bank oder was weiß ich was, dann glauben wir und vertrauen wir der Person, also beim Ehepartner, dass sie mit mir durchs Leben gehen wird, durch die Höhen und Tiefen, und dass sie immer an meiner Seite sein wird. Oder ich glaube, dass die Bank die richtige für mich ist, um mein Geld aufzubewahren, und ich vertraue dem mal, dass die gut damit umgehen werden. Und auch wenn wir uns fragen, können wir das wagen, uns von Gott abhängig zu machen, dann braucht es von uns Glauben und Vertrauen in Gott. Dann stellt sich die Frage, glaube ich, dass er seine Versprechen hält? Und wir haben letzte Woche in der Predigt vom René ganz viel über die 4000, glaube ich, Versprechen und Verheißungen gehört, die er in der Bibel uns gemacht hat. Und glaube ich ihm, dass er seine Versprechen hält? Glaube ich ihm, dass er es gut mit mir meint? Dass er Pläne des Heils und der Erlösung für mich hat? Und die Frage, die kannst nur du dir und nur du Gott beantworten. Und vielleicht hast du dir die auch noch nie gestellt, dann stell sie dir heute mal. Glaubst du und vertraust du Gott? Und sich abhängig machen bedeutet auch Kontrolle abgeben. Und das ist richtig schwer, weil du auf einmal nicht mehr alles alleine entscheidest, alles alleine machst, sondern weil du aktiv Gott in dein Leben mit einbeziehst, wenn du dich von ihm abhängig machst. Und gleichzeitig kann es auch entlastend sein, weil du eben nicht mehr alles alleine machen musst, weil du nicht mehr alles alleine entscheiden musst, sondern weil du weißt, dass du Gott an deiner Seite hat, der gute Pläne für dich hat und der einfach auch Dinge für dich vorbereitet hat, die dein menschliches Denken und Hoffen und Verstehen übersteigen. Und Kontrolle und Abgeben und sich abhängig machen, das braucht Übung und das braucht unsere Bereitschaft. Und ich habe auch ein Beispiel von mir selbst mitgebracht, wo ich mich nochmal neu irgendwie überprüfen musste, wie es bei mir so aussieht, mit meiner Bereitschaft, Kontrolle abzugeben. Und ich hatte dieses Thema ausgesucht und bin jetzt in der Vorbereitung auf einen Eintrag in meinem Kalender gestoßen, den ich Anfang des Jahres geschrieben habe. Und das war eine Situation im Frühjahr, da ging es mir einfach nicht so gut. Da hatte ich eine echt schwierige Situation auf der Arbeit, das war personell einfach ganz schwierig und ich habe da viel an mir gezweifelt und es war eine harte Zeit irgendwie für mich auf der Arbeit. Wir hatten da schon irgendwie ein halbes Jahr versucht, schwanger zu werden und es hat nicht geklappt und ich habe schon gedacht, oh nein, vielleicht werden wir niemals ein Kind bekommen. Und es gab noch eine andere Situation, privat, die was mit meinen Zukunftsplänen zu tun hatten.
wo ich irgendwie eine enttäuschende Nachricht bekommen habe. Und das war so alles an dem gleichen Tag und ich war hier im Gottesdienst gestanden und die Hannah hat erzählt von dem, wo ist das, da sitzt die Hannah, hat erzählt von dem Lied It Is Well With My Soul, also es ist okay mit mir, mit meiner Seele. Und es hat ein Mann geschrieben, der ich weiß die Geschichte nicht mehr genau, aber der hat seine Familie verloren, die sind gestorben und er hat dieses Lied geschrieben, It Is Well With My Soul, es ist okay mit mir. Ich bin okay damit, wie mein Leben gerade aussieht. Und ich war irgendwie zu dem Zeitpunkt enttäuscht und ich habe Gott gefragt, warum ist es gerade alles so, warum ist gerade alles so schwierig? Was willst du mir gerade sagen? Was soll ich gerade lernen? Und ich habe mir in meinen Kalender aufgeschrieben, was soll ich gerade lernen von dir? Und habe dann so Gedanken gehabt, einfach so nach dem Gottesdienst und habe mir aufgeschrieben, Gott vertrauen, Gott glauben, dass er es gut mit mir meint, mich von ihm abhängig machen und Frieden bei ihm finden, unabhängig von den äußeren Umständen, die es einfach so gibt gerade in meinem Leben. Und was ich gemacht habe, ist mich viel auf meine eigenen Kräfte verlassen. Ich habe viel darauf geguckt, was kann ich, was habe ich für Ideen, was habe ich für Kräfte, wie will ich, dass mein Leben aussieht. Und ich habe gemerkt, ich muss diesen Schritt nochmal gehen und sagen, ich will mich abhängig machen von dir, Gott. Ich will dich fragen und nicht alles um mich herum und nicht mich selbst, sondern ich will mich abhängig machen von dir. Und vielleicht erlebst du das auch in einer ähnlichen Art und Weise, wo du merkst, boah, da komme ich irgendwie nicht weiter. Und da möchte Gott mir vielleicht sagen, schau nochmal drauf, wie es da bei dir aussieht. Schau, überprüf dich da nochmal. Und auch in der Bibel lesen wir Beispiele, die das Wort uns einfach gibt, wenn es um eine Abhängigkeit, eine Verbindung mit Gott geht, wo wir lesen können, wie Gott auch betont, wie wichtig ihm das ist, dass wir in einer Verbindung zu ihm sind, dass wir in einer Verbindung zu ihm leben. Und ihr seht hier schon ein paar Bilder, die darauf hinweisen. Wir lesen jetzt vier Bibelstellen, wo ja einfach betont wird, diese Verbindung, die wir haben mit Gott. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wir sind alle abhängig von Essen. Manche mehr, manche weniger. Aber wir sind alle abhängig davon, dass wir Nahrung zu uns nehmen und man kann es schon ganz schön lange auch ohne aushalten, aber irgendwann früher oder später würdest du sterben, wenn du aufhörst zu essen. Und in Johannes 6, Vers 35, da lesen wir, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Das heißt, Jesus vergleicht sich da mit Brot und an einer anderen Stelle steht auch, er hat lebendiges Wasser für uns. Und genauso wie wir in unserem Körperlichen abhängig sind davon, dass wir Nahrung zu uns nehmen, möchte Jesus auch, dass wir abhängig sind von ihm, weil er eine andere Art von Nahrung für uns hat, um unseren Geist und unsere Seele zu ernähren. Und das ist ein Punkt, den wir vielleicht so als Vergleich nehmen können, wo wir uns abhängig machen können von Gott. Dann gibt es noch eine andere Stelle, wo steht, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ich glaube, jeder, der Kinder hat oder jeder von euch war Kind, der weiß, so ein Kind, das ist einfach abhängig von seinen Eltern, dass die das versorgen, dass die dem Essen geben, dass die das warm halten und dass sie das ins Bettchen legen und die Windel wechseln und was eben so alles dazugehört. Und auch wir können uns abhängig machen von Gott, wir können uns in seine Obhut, unter seine Obhut stellen. Entschuldigung, ich habe euch vorgewarnt. So wie ein Kind abhängig ist von seinen Eltern. Und in 1. Petrus 5, 6 bis 7, da steht, beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und er legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Er sorgt für uns. Das verspricht er uns, so wie Eltern für ihre Kinder sorgen und es dem Kind zu essen geben und das Kind versorgen, so sorgt Gott auch für uns. Und auch wir können uns so abhängig machen von dem Vater, den wir ja haben in ihm, in Gott,
der ein guter Vater ist, der besser ist als jeder Vater, den wir hier auf der Erde finden können. Und ein anderes Beispiel ist noch in Johannes 15, das Beispiel vom Weinstock. Da steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so eine Weinrebe, das habt ihr sicher alle schon gesehen oder da seht ihr es auf dem Bild, die hängt ja ab, im wahrsten Sinne des Wortes, hängt die an diesem Weinstock dran, die ist da verbunden. Und in dieser Abhängigkeit resultiert es, dass dieser Weinstock Frucht bringen kann. Und wenn wir eine Abhängigkeit zu Gott haben, dann ist es eine kontinuierliche Verbindung zu ihm, die Entschuldigung, eine Verbindung zu ihm, die einfach auch in Frucht resultiert. Und noch eine Bibelstelle dazu in Jeremia 17, 5 bis 8. Da steht, ich der Herr sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Ich muss mal kurz was trinken. So, ich hoffe, es geht wieder. Genau, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Und das sind jetzt vier Beispiele aus der Bibel, wo wir einfach lesen können über Verbindung mit Gott, wo wir sehen, dass es Gott wichtig ist, dass wir in dieser Verbindung zu ihm leben und dass wir uns in gewisser Art und Weise einfach auch von ihm abhängig machen können. Und dann stellt sich so die Frage, wie mache ich das? Wie mache ich mich abhängig von Gott? Mal gucken. Und wie kann ich das ganz praktisch einfach auch einüben? Und ich habe so ein paar Punkte dabei, so kleine Dinge, die wir vielleicht in unserem Leben machen und verändern können, um so eine Abhängigkeit, so eine Verbindung zu Gott einzuüben. Und das erste ist Gebet. In Philipper 4, Vers 6 steht, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und in Hebräer 4, Vers 16 steht, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und ich glaube, dieses Thema Gebet ist, wenn wir regelmäßig in Verbindung mit Gott treten, wenn wir regelmäßig einfach zu ihm beten und ihm die Dinge hinlegen, die uns beschäftigen, dann bauen wir da eine Beziehung zu ihm auf. Wir machen uns ein Stück weit abhängig, dass er uns hört, dass wir ihm unsere Sachen sagen dürfen, dass er unsere Bitten hört und dass er uns antwortet. Und wir lernen da auch einfach ihm zu vertrauen, dass er das alles nimmt, was wir da vor ihn bringen. Und genau, das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir wollen mit den kleinen Dingen anfangen. Nicht wie Asa, der nur erst als das Millionenheer vor ihm war, angefangen hat, sondern wir wollen auch in den kleinen Dingen anfangen, ihm zu vertrauen und die vor ihn zu bringen. Vielleicht fällt es uns schwer, mit den wirklich großen Dingen vor Gott zu kommen, weil wir glauben, da kann er eh nichts tun. Vielleicht glauben wir auch, Gott kümmert sich aber auch gar nicht um die kleinen Dinge, weil das ist ja viel zu klein, um vor Gott zu kommen damit. Aber wir können sehen, in den kleinen Dingen, wenn wir ihm da vertrauen und ihm das geben, dass er arbeitet und dass er wirkt und dass ihn das interessiert und wir dürfen das erleben, dass er Dinge verändern wird in unserem Leben und dass er uns helfen wird und es wird ein Zeugnis für uns selbst sein,
weil wir es erfahren haben, dass Gott uns auch in den Kleinigkeiten in unserem Leben begegnet und es wird uns helfen, unseren Glauben wachsen zu lassen. Wir dürfen uns verändern lassen, das ist auch gar nicht so leicht, aber in Römer 12, Vers 2 steht, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Oh, es tut mir leid. Wir dürfen da auch einfach ihn regelmäßig nach seiner Weisheit fragen und fragen, Herr, wo soll ich kleine Dinge vielleicht in meinem Leben anders machen? Wo soll ich vielleicht einmal mehr anhalten und nachdenken, wenn ich mit dem unfreundlichen Mann im Supermarkt spreche oder wenn mich irgendjemand blöd anmacht oder wenn ich mit jemandem spreche, den ich eigentlich gar nicht so gerne mag? Wo sind die kleinen Dinge, wo du deinen Charakter einfach in mir sichtbar werden lassen willst? Und wo darf ich da drin lernen, wie du mich veränderst und wie ich dir vertrauen darf, wie ich in einer Verbindung mit dir mein Leben einfach gestalten kann. Ein viertes Thema ist Fasten. Fasten, und das ist so eine christliche Praxis, die einfach auch in der Bibel steht. Da könnt ihr euch eine Felix-Predigt anhören. Auch in der Welcome-Reihe, wo er über das Thema Fasten gesprochen hat, wenn euch das näher interessiert. Aber Fasten heißt, mal Dinge wegzulassen, Essen wegzulassen oder was anderes wegzulassen. Und da steht in 2. Korinther 12, Vers 9, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und manchmal, wenn wir uns selbst vielleicht in eine Situation begeben, wo wir merken, da will ich mich nicht mehr auf das Weltliche verlassen, da will ich sogar vielleicht mal das Essen weglassen, da will ich mir einfach lernen, dass wir in einer Situation sind, in der wir uns auf die Stärke Gottes verlassen dürfen, wo wir merken, dass er einfach Dinge tut und wenn wir uns von ihm abhängig machen, uns Kraft gibt, die wir auf eine natürliche Art und Weise gar nicht haben können. Der fünfte Punkt ist in Gott bleiben. Da wieder der Vers vom Weinstock. Einfach dranbleiben. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dranbleiben an Jesus. Irgendwie, ja, gucken, dass mein Leben, dass meine Verbindung zu Jesus da ist, dass ich nicht das nur in den schwierigen Situationen zu ihm komme, sondern dass ich dranbleibe und ihn jeden Tag suche und dass ich dann merke, dass das auch meine Verbindung zu Gott einfach stärkt, wenn ich dranbleibe und wenn ich ausharre, haben wir ja auch gehört vorhin. Und uns nicht sorgen, und das ist auch schwierig, das steht in 1. Petrus, legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Uns nicht sorgen, sondern uns darauf verlassen, dass er was tun wird. Und das sind so kleine Dinge, vielleicht auch große Dinge, auch schwierige Dinge manchmal. Aber das sind Punkte, die wir in unserem Leben echt versuchen dürfen umzusetzen, um zu erfahren, was es mit uns macht und was es mit unserem Leben macht, wenn wir in eine Abhängigkeit, in eine Verbindung zu Gott treten. Und die letzte Frage für heute ist, was hält uns ab? Was hält uns mal ab, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, von dir will ich mich abhängig machen? Und genauso wie es Gott gibt, der es gut mit uns meint, gibt es aber auch eine andere Seite. Es gibt den Teufel und es gibt eine Macht, die nicht möchte, dass wir in diese Verbindung mit Gott treten, die wir eingehen, wenn wir uns von ihm abhängig machen. Und der wird alles in seiner Macht Stehende tun, um uns einzureden, dass es das nicht wert ist. Und es werden vielleicht Zweifel in uns aufkommen, wo wir denken, warum will Gott das, dass ich abhängig bin? Gott ist doch ein Gott der Freiheit, haben wir doch auch schon so oft gehört. Da ist doch Freiheit bei Gott. Warum will er, dass ich abhängig bin?
Und das wird immer wieder dann zum Problem, wenn wir Abhängigkeit in diesem Sinne verstehen, wo steht, es ist was in krankhafter Weise, abhängig zu sein. Das ist was Krankes, was Schwieriges, was Blödes. Das möchte ich nicht sein, sondern Unabhängigkeit ist mein Ziel. Und wenn wir aber sagen, abhängig sein ist diese Definition, entscheidend beeinflusst von etwas sein, bedingt sein von etwas, dann ist es es vielleicht wert zu sagen, okay, ich will diese Abhängigkeit eingehen zu Gott, weil ich will entscheidend beeinflusst sein von ihm. Und weil ich daran glaube, dass eine Abhängigkeit und eine Verbindung zu Gott mich letztendlich nur frei machen kann. In 2. Korinther 3, Vers 17, da steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, eine Abhängigkeit zu Gott, die bringt uns letztendlich in eine Freiheit, die wir woanders nicht finden können. Die bringt uns in eine Freiheit, die uns nichts, keine Sicherheit dieser Welt, kein Geld, kein Status, keine tolle Beziehung, kein gar nichts uns geben kann, sondern nur wenn wir uns in eine Verbindung zu Gott begeben, in eine Abhängigkeit zu Gott, dann können wir diese Freiheit erleben. Und mein Gebet für heute ist, dass wir uns ganz von Gott abhängig machen können. Nicht, weil er uns zwingt und weil er uns als Marionetten benutzen will, sondern weil wir diese Schritte gehen, weil wir sagen, wir erkennen, dass wir in ihm sind. Wir erkennen, dass er es gut mit uns meint, dass er gute Pläne für uns hat. Wir vertrauen ihm, wir glauben ihm, dass seine Wege und seine Gedanken über uns gut sind. Und wir können aus voller Freiheit und Überzeugung Kontrolle auch an ihn abgeben. Und ich glaube, dass wir dann ein Leben führen können, das sich sehr davon unterscheidet von dem Leben, in dem wir nur unser eigenes Ding machen können. Und ich wünsche uns allen einfach, dass wir uns abhängig machen können von dem Gott, der es gut mit uns meint und der uns letztendlich in die Freiheit führt. Jetzt habe ich vergessen, weiter zu klicken. Genau. Und ich bete jetzt einfach noch kurz mit uns. Genau. Danke, Jesus, dass bei dir Freiheit ist. Und danke, dass ja, da, wo dein Geist ist, dass da Freiheit ist. Und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, in eine Verbindung zu dir zu kommen und mit dir ja, connected zu sein einfach. Ich danke dir, dass wir uns, wenn wir uns von dir abhängig machen, dass wir dann Dinge erleben können, die wir anders einfach nicht erleben können. Und wir wollen glauben einfach und wir wollen dir heute sagen, und du kannst es einfach ja, ihm jetzt auch hingeben, ihm sagen, ich glaube dir, Jesus, dass du es gut mit mir meinst. Ich glaube dir, Gott, dass du gute Pläne für mein Leben hast. Und ich möchte mich von dir abhängig machen und ich möchte deine Freiheit in dieser Abhängigkeit zu dir erleben. Und ich möchte es annehmen heute und ja, dir einfach mein Leben hingeben. Genau. Dann ja, darf ich euch jetzt in die neue Woche entlassen. Ihr seid alle reich gesegnet von Gott. Habt eine gute Woche, bis wir uns nächste Woche wiedersehen. Vielleicht denkt ihr noch an das Weihnachtssingen heute, wo ihr herzlich eingeladen seid. Und wer jetzt noch hier ist und sagt, ich brauche auch nochmal einfach ein persönliches Gebet, weil vielleicht bin ich von was abhängig, von was ich nicht abhängig sein will, oder vielleicht möchte ich einfach nochmal den Schritt gehen mit jemand anderem, mich von Gott abhängig zu machen und ihm mein Leben hinzulegen, dann könnt ihr gerne nach vorne kommen. Genau, und ansonsten genießt euren Sonntag.
Ja, schön, dass du auf unseren Online-Kanal geklickt hast. Ich bin René Stebani, Pastor in der biblischen Gemeinde Schweinfurt. Wir sind hier eine freie christliche Gemeinde und unser Anliegen ist es, Menschen wie dir und mir zu helfen, in eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus zu kommen, mit ihm zu leben und ihn und seine Liebe immer mehr und immer besser kennenzulernen. Und dabei dann zu entdecken, was für einen genialen Plan er für dein und mein Leben hat. Vielleicht bist du durch das Programm, durch das, was du gesehen und gehört hast, irgendwie angerührt in deinem Herzen oder inspiriert. Oder du hast ein Gebetsanliegen und brauchst Hilfe. Du kannst gerne mit uns in Kontakt kommen. Oder du kannst einen unserer Gottesdienste besuchen. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite. Ja, vielleicht bis bald. Tschüss und sei gesegnet.